So, einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ETS. Welche Folge auch das mittlerweile überhaupt ist. Keine Ahnung. Ich habe die Nummerierung. Ach, nicht doch, 24? Dann müsste das jetzt Folge 30 sein, ne? Ja. Okay. Ist ja auch egal, ihr seht ja sowieso im Titel, welche Folge das ist. Warum sage ich das überhaupt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Diese Welt ist so sinnfrei. So, okay, wir können direkt losfahren. Wir haben den Auftrag ja angenommen und transportieren Honig nach Hamburg. Lass uns loslegen. Genau das meinte ich gerade. So. Wie ist der hier? Für diesen Untergrund zum Beispiel. Da wäre es halt ungünstig, wenn du da halt einen Auflieger hast, einen LKW hast, der halt unangetriebene Hinterachsen hat. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Das ist hier eine Steigung, ey, holy moly. Ja, man Demnächst rechts merkt, abbiegen. mit 20 Tonnen hat man LKW schon ganz schön zu tun. Ja, Auflieger zu schwer. Wir haben also ordentlich Fracht hinten drauf. Ich weiß gar nicht, wie viel Tonnen kann man denn mit zwei Achsen transportieren? Ich dachte, mit zwei Achsen gehen 20 Tonnen, klar. Aber war das nicht irgendwie so pro Achse 10 Tonnen Last? Ach so, ja, klar, nee, genau, 10 Tonnen, aber der Hänger selber ist ja auch noch mit dabei. Und die 20 Tonnen ist ja reine Zuladung. Das heißt, der Hänger ist dabei noch nicht mit inbegriffen. Kann ich mir irgendwo anzeigen lassen, wie schwer mein Hänger ist? Also der Auflieger? Für sich jetzt genommen? Warte mal kurz, Auflieger-Manager, wo ist denn der? Auflieger-Händler? Nein, Auflieger-Manager. Sehe ich denn hier, wie schwer du bist? Nee, sehe ich nicht. Ich muss doch irgendwo. Ach, hier, guck mal. Auflieger-Typ, Aufbau, Glalilu. Leergewicht, 6 Tonnen. Ja, okay. Und damit sind wir halt weit über die 20 Tonnen. Steht hier auch die maximale Zuladung? Nö, steht hier nicht. Das ist ja interessant. Verwendung 55%? Wieso? Wir nutzen den noch die ganze Zeit. Okay. Immer wenn wir mit dem rumfahren, haben wir doch Fracht an Bord. Oder ist das die Lastnutzung, also das Gewicht, was genutzt ist? Leider kann man sich hier nicht anzeigen lassen, wie viel ich maximal zuladen darf. Der Flieger beworben hast, kannst du dir. Ja, okay, ja, ist ja gut. Tja. Das geht ja auch halt schon hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Prozentwert täglicher Aufliegernutzung bei momentaner Wirtschaftssituation. Grundlage ist die Stundenzahl pro Tag, die dein Fahrer mit dem Auflieger arbeitet. Aber ich arbeite doch die ganze Zeit. Ach so, nee, wenn. Ja, gut, okay, wenn ich schlafe, dann nicht. Das ist richtig. Deswegen ist das hier an den einen Tag wahrscheinlich auch so runtergegangen, weil das da war, wo wir dreimal am Stück geschlafen haben. Ja, das könnte das hier erklären, diesen Drop. Okay, stimmt, klar, wenn ich schlafe, dann ist der Hänger ja ungenutzt. Boah, höhere Prozentwerte weisen auf eine größere Nachfrage nach einem bestimmten Aufliegertyp in einer Garage hin. Digga, wir können ja einfach richtig statistische Nutzdaten erheben, Alter, ist ja.
Digga, ich kann hier YouTube-Logarithmus spielen. Das ist in Wirklichkeit ein YouTube-Simulator. Au, das war ein bisschen zu nah. Upsili. Alles im grünen Bereich. So, 60 dürfen wir hier nur. Ab jetzt nochmal wieder 70, sehr schön. Oder auch nicht? Wieso darf ich immer noch nur 60? Demnächst rechts abbiegen. Wer weiß das schon. Rechts ab. Ist er nicht vorbei? Ah, sieht so aus. So, da vorne könnten wir Pause machen. Mann. So, wir haben aber nur 6 Stunden Zeit dafür. Wow. Fuck. Wir haben 6 Stunden. Das ist ja blöd. Guck mal, wir haben nur 6 Stunden Zeit für die Lieferung. Müssen aber in 3 Stunden Pause machen. Die Pause alleine geht aber schon mindestens. Wie lange geht die immer? So um die 10 Stunden irgendwie, keine Ahnung. Das heißt, das funktioniert gar nicht. Oha. Oha. Das heißt, wir haben hier zwei Möglichkeiten. Entweder wir fahren einfach und sind dann völlig übermüdet und fangen dann wieder an rumzudösen, ne? Oder wir sagen YOLO, scheiße, Geschwindigkeitsbegrenzung. Müssen wir ja, ne? Oh. Da brennt es ja schon wieder. Bei so einem Auflieger willst du nicht, dass der brennt. Und es fängt an zu regnen. Also mit zu schnell fahren wird schon mal eher problematisch. Ne? Weil bei Regen zu schnell fahren... Ich habe gehört, da lenkt es sich nicht so gut. Ah, scheiße, die Wand da war. Was machen wir denn jetzt so? Wir brauchen 2,5 Stunden, brauchen wir mindestens. Hä? Ach so, ja, eben, wir brauchen ja bloß noch 2,5 Stunden. Was laber ich eigentlich? Eben, wir sind doch weit im grünen Bereich. Wir brauchen noch 2,5 Stunden und sind in 3,5 Stunden erst müde. Also ist alles im grünen Bereich, ja easy. Kann man jemand den scheiß Scheinwerfer hier einschalten? Hä? Das war zu viel? So, genau. Ja, okay, dann ist ja alles voll in Ordnung. Hier geht's gerade ganz schön bergab. Einfach mal ein bisschen rollen lassen hier, ne? Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Oha, oha. Oh, nee, geht ja. Links ist frei, ja. Noch 120 Kilometer. Da schaffen wir locker. Ich werde auch schon müde. Ne? Oh.
Das heißt, wir machen jetzt 9 Stunden Pause in Echtzeit. Willkommen zu dem Let's Play Simulator. Let's Play Simulator. zum Simulator. Zum LKW Truck Driver Echt Simulator. Irgendwie, keine Ahnung, gute Nacht. Ja, gut. Blöde Kabel hier. So. Immer geradeaus. Okay. Das kriegen wir hin. Ein Regen ist das. Mal Fenster aufmachen. Wie das aussieht. Ich habe sogar hinten diese komischen Fanfare, das Wasser, was da hochspritzt. Gut, ist ein bisschen sehr billig animiert, aber immerhin animiert. Ne? Ist schon ganz geil. Oh, Blitz! Blitz und Donner weg im Schwimmen. Blitz und Donner sind die Blätter im Wind. Ja, ich glaube, das klingt ein bisschen anders, aber hey. Na, wer kennt das Original von euch? So. Schön überholen. Mann, ist das laut, Alter. Das ist ja schlimm. Laut OBS ist der Regen genauso laut wie ich. Ja, wobei, nee, ich bin ein bisschen lauter. Außerdem, dadurch, dass der Regen ein relativ gleichmäßiges Geräusch ist, müsste man meine Sprache trotzdem noch verstehen können. So, links ist frei, sehr schön. Schulterblick. Der Schulterblick war ein bisschen verkackt. Schulterblick. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Schulterblick. Blinken, blinken, blink doch, warum blinkst du nicht? Rechts. Ich blink ja. Wow, 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 wow. Ach, wir sind ja schon da. Das ging ja schnell. Biege nach links ab. Weißt du schon, wir waren müde hier. Da gibt's doch ja auch nicht. Aber egal, schaffen wir. Alles kein Problem. Komm, fahr. Anhalt nicht.
Von außen klingt voll langweilig. Achtung. Ja. Von außen klingt voll langweilig. Hamburg! Erster Aufenthalt in Hamburg. Wow. Endlich mal wird's grün, wenn wir ankommen. Ey, ist ja mal was ganz Neues hier. So, gucken, ob wir gleich mal hier ein paar Fragezeichen abarbeiten können. Das ist wahrscheinlich wieder Jobcenter und das da hinten, was ist das denn? Ist beides Jobcenter? Okay, dann arbeiten wir mal doch ab. Beide. Ja, da können wir auch an diversen Orten schlafen. Geil. Okay, wir fahren los. Ah, da ist schon wieder rot hier. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Fahr doch mal. Demnächst rechts abbiegen. Iveco. Biege nach rechts ab. Ja, wow. Bin begeistert von meinem Leben. Können wir nicht mal Scania finden, endlich? Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Der hat eine Glatze. Geradeaus. Na, fahr doch. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Es ist vorbei. Ich glaube, in der nächsten Folge machen wir wieder eine Spezialmission. Wir brauchen mehr Spezialmissionen. Fortfahren. Oder wir machen jetzt schon Spezialmissionen. Fahren. Ach nee, wenn wir jetzt eine Spezialmission machen, dann müssen wir uns ja gar nicht ausruhen. Weil der Sitz wäre automatisch ausgeruht. Easy. Das heißt, können wir einfach ausmachen. Tank ist in Ordnung, LKW ist in Ordnung. Licht können wir noch ausschalten. Dann ist der LKW so wie er ist. Fertig für die Schrottpresse. Was? Ein LKW? So, gut. Dann suchen wir uns mal eine Spezialmission mal wieder. Schnellaufträge. Spezialtransporter. Was haben wir denn da? DAF. Für 60 Tonnen. Ein DAF nehmen, der 500 PS hat. Wollt ihr mich verarschen? Wie schnell soll ich fahren? 3 km/h? Das klingt schon realistischer, 750 PS. Also bei 60 Tonnen brauchst du entweder einen Scania oder einen Volvo. Aber doch kein 500 PS DAF. Alter, klar, Iveco 520. Okay, das auch nicht für 40 Tonnen, da geht das schon. Aber, ja, nehmen wir die hier. Oh, da oben. Okay. Ja, let's go.
Da bin ich voll dafür. So. Das sollten wir in der Zeit auch noch schaffen. Mal gucken. Oh, was ist das denn für ein Ding? Der fällt doch rechts über. Hey. Okay. Guckt euch mal diese rote Platte da an, rechts. Die alleine ist schon so schwer, dass der Hänger halt locker rechts überfallen müsste. Warum steht das Ding so mittig drauf? Das müsste wesentlich weiter nach links aufgestellt sein. Das Ding hat doch viel zu viele... Also, ich meine, selbst wenn der Wagen so steht, wie er jetzt steht, spätestens wenn ich eine Linkskurve mache, vor allen Dingen, wenn ich jetzt mit 60 um die Linkskurve fahre, ich kippe locker nach rechts um. Also, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Also, das ist ja hier... Holy moly, mal speichern. Oh, der schnurrt ja richtig. Ist das geil, mein Freund. Ey, holy moly. Ah, siehst du, so eine Kurve zum Beispiel. Die hätte er im echten nie im Leben mitgemacht. Ich wäre halt locker nach rechts umgefallen. Alter, man merkt schon, wie selbst der Volvo Probleme hat mit der Fracht. Der DAF mit seinen 500 PS hätte den halt nie geschafft. Spätestens bei der nächsten Brücke, wenn wir bergauf hätten fahren müssen, dann wären wir halt einfach rückwärts wieder zurückgerollt. Keine Chance. Eieiei. Vor allen Dingen eben, das ist ja jetzt nur das Ding mit 60 Tonnen gewesen, ne? Das war ja jetzt gar nicht das Ding mit den 44, andersrum. Das Ding hatte 44 Tonnen. Das war ja gar nicht der Auftrag mit den 60 Tonnen. Sieht man das noch? Nee. Nee, der ist schon raus. Oder hatte der doch 60 Tonnen? Weiß ich jetzt gar nicht. Weil eben, der Auftrag hier oben hatte 60 Tonnen. Aber der, den wir auch genommen haben, der hatte doch auch 60 Tonnen, oder? Kann man sich das hier irgendwo anzeigen lassen? Ja, genau, da. 60 Tonnen. Genau. Deswegen, und da merkt man schon, wie der Volvo hier zu kämpfen hat. Auf gerader Strecke wohlgemerkt. Deswegen, also mit dem DAF da mit 500 PS, da wäre jede Brücke eine Qual geworden. Ich meine, gut, jetzt geht's auch bergauf, ne? Ist dann hier die Autobahnauffahrt. Da geht's auch schon ganz schön bergauf. Aber wie gesagt, Oh, ja. Wir haben mal wieder ein bisschen Breite, ne? Da muss ich wieder ein bisschen aufpassen, was die Schilder angeht. Oh, der Ring hat aufgehört. Alter. Erstmal schön die Motorbremse vergewaltigen. Nicey-dicey. Blinkt der? Muss man bei so einer Abfahrt auch blinken? Es geht doch bloß nach rechts. Warum sollte man da blinken? Okay. Naja.
dass sie halt immer jetzt auf den letzten Meter rauf fährt, weißt du? Guck mal an, die Schaulustigen da oben. Die pinkeln gerade bestimmt runter, ne? Mal schauen, ich glaube mal die nächste Episode, die nächste Folge machen wir auch Schwertransportmission wieder. Und dann sollten wir eigentlich Level 12 locker erreichen dürfen, oder? Oh. Davon tue ich jetzt mal ausgehen. Der zusammenbricht, Alter. Uiuiuiui. Ja, wie gesagt. Und das bei 700 PS, also. Naja. Brauchen wir nicht mehr drüber reden. Der darf mit der 500 PS. Da wären wir hier halt mit maximal 20 km/h lang gekommen. Lass es 30 gewesen sein, aber mehr hätte der nicht geschafft. Oha, da vorne kommt eine sehr enge Kurve wieder. Eieieiei. Hat auch gerade gespeichert, ne? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. So, schauen wir mal hier, ne? Sieht aber gut aus. Weil das Schöne bei der Fracht ist, die ist zwar schwer und breit, aber nicht so lang. Deswegen ist sie immer noch relativ wendig. Alter, wie der Volvo hier halt 45 km/h erreicht. Oh. Du hörst aber auch richtig, wie der arbeitet, ne? Ah, ein schönes Gefühl. Du merkst aber auch wirklich, dass er während dieser Spezialmission wesentlich häufiger speichert. Ne? Also entweder haben sie einfach das Intervall runtergesetzt, weil ich glaube normalerweise speichert er irgendwie alle 5 Minuten. Und das fühlt sich hier eher so an wie alle maximal 2 Minuten. Also entweder speichern sie wirklich einfach entweder häufiger, oder die haben hier wirklich so eine Checkpoints, dass wenn du die überfährst, der dann einfach aufgrund dieser Checkpoints dann speichert. Aber jetzt gerade ist ja einfach nur gerade Strecke, also warum er jetzt gerade gespeichert hat. Oder kann natürlich sein, dass beides aktiv ist. Intervall und Checkpoint. Naja, wer weiß. Oha, da geht's wieder bergauf. Los, das schaffst du. Ah, 57, 56, 55, oh, 54, 53, ei. Ist ja aber auch eine Steigung, Alter. Holy moly.
50. Okay. Geht er noch. Was allerdings nicht so geht, ist, dass es schon wieder dunkel wird hier. Egal, wir sind auch schon fast da. Von daher. Und wieder bergab. Ein Rauf und Runter hier. Sind wir hier am Finanzmarkt oder was? Tja, was halt geil wäre, ist, wenn wir mal mit unserem LKW so eine Schwertransporter-Mission machen können. Ich meine, wir haben auch gerade mal 500 PS, ja? Aber so eine 44-Tonnen-Fracht zum Beispiel, die könnten wir transportieren. Also, da sehe ich jetzt erstmal kein Problem. Klar, so eine, wie gesagt, so eine 60-Tonnen-Fracht, die würde ich mir mit unserem LKW auch nicht zutrauen. Und das ist ein Volvo. Aber halt auch nur 500 PS, ne? Ja, von daher. Aber wie gesagt, so eine 44-Tonnen-Fracht können wir mal probieren. Ob das machbar ist. Ob das sinnvoll ist. Gibt's sowas? Nee, halt. Auftrag. Achso, kann ich nicht auswählen, weil ich gerade in der Mission drinne bin. Ist das behindert? Die Dinger kann ich auswählen, obwohl ich gerade in der Mission drinne bin. Aber das kann ich nicht auswählen. Das darf ich ja gar nicht auswählen. Hä? Ich glaube, ich weiß warum. Weil, wir gerade nicht in unserem LKW drinne sind, weiß er auch nicht, dass der LKW, in dem wir eigentlich drinne wären, einen Auflieger dran hat. Ne? Und deswegen zeigt das uns nicht an. Ja, hier, 60 Tonnen. Das, ich meine, ist natürlich sehr lukrativ, keine Frage. Aber da würde ich denn doch lieber das hier benutzen. Erstens so schöner Tandem-Auflieger. Und vor allen Dingen halt nur 35 Tonnen. Ja, ich weiß gar nicht, wir sind da hier oben, ne? Genau, in Hamburg sind wir. Ja, da gibt es sogar Tandem-Auflieger. Dann können wir das natürlich mal machen. Boah, Alter, ist natürlich. Da müssen wir es für unseren Auflieger zurückschicken, also einfach da lassen oder keine Ahnung, ob er denn zurückgeschickt wird oder wie oder ob er einfach da bleibt. Obwohl, wenn er da bleibt, dann müssen wir den später wieder abholen, ne? Hm. Was ist das denn hier für eine Bezeichnung? Ach so. Okay, ja. Ja, klar, ist eine Walze. Von daher einfach die technische Bezeichnung von der Walze. Oder die Walze hat wirklich so einen hässlichen Namen. Ja, wäre natürlich schon, also geil wäre es natürlich schon, ne? So Tandem-Aufträge und so. Können wir, müssen wir mal gucken. Jetzt erstmal machen wir die hier zu Ende. Und dann schauen wir mal weiter. Es wird erstaunlich dunkel. Warum hat der Auflieger vorne nur eine einzige Achse? Digga, das Ding wiegt 60 Tonnen. Da hätte man ja ruhig mal einen Auflieger nehmen können mit ein bisschen mehr Achsen, oder? Naja. Das ist ja schade. Eigentlich habe ich gerade gespeichert. Weil mir war schon irgendwie klar, dass sowas passiert. Ich hatte zwar gehofft, dass ich einfach mal da ein bisschen so rumspielen kann, aber wird direkt weggestrikt. Schade eigentlich. Schade. Wow.
Wie war's Hände am Lenkrad? Wir haben nur 60 Tonnen Fracht. Was kann da schon schief gehen? Warum bremst du schon wieder? Ach, weil er den Polizisten verlassen wollte. Ja, das war ja wieder klar hier. Stettin. Da war ich im Echten auch schon mal. Glaube ich. Ach, da ist ja schon das Ziel. Oh, nice. So rumhoppelt, was mit dem los? Nimm diese Ausfahrt. Bitte rechts halten. Muss ich hier rein? Ja. Ausstellen, damit der Hänger hier schon rumziehen kann. Wir sind heile angekommen. Perfekt. Mann. Dafür, dass der Hänger gebremst ist, bremst er ganz schön langsam. Nee, nee, nee. So. Wie viel haben wir bekommen? Das ist alles? 500 PIP? Das ist ja gar nichts. Was ist denn da los? I don't get it. Like at all. So, wir gucken mal ganz kurz. Aufträge. Wenn ich jetzt dann hier den hier nehme. Als Navi-Ziel einstellen. Die Frage ist, was passiert halt mit unserem Auflieger? Was passiert mit dem? Außerdem ist das keine Schwerlasttransport. Gibt es hier keine Schwerlasttransporte? Was ist denn das für ein Müll? Ich meine, wäre schon eine ganz schön lange Strecke, ne? Also schon ganz schön hier. Was hätten wir denn hier? Wenn ich jetzt das hier nehme. So. Da hätten wir. Falsche Richtung. Es war alles schön, aber wirklich weite Strecken sind es auch nicht, ne? Was ist hier? Warum geht er nicht in Richtung Norden? Also Norwegen. Aufträge. Naja, aber halt 44 Euro pro Kilometer, ne? Ist natürlich schon. So, jetzt. Okay, plus noch 36. Also wäre das ja mit 33 ja eigentlich fast genauso, ne? Okay, 31. Ja. Ja, ich bin gerade ein bisschen unschlüssig. Ich meine, hier wären wir natürlich direkt ganz, ganz weit hier in den Bergen. Wieso heißt ein Ort Bergen? Oslo. Tja, das ist natürlich eine Fähre mit dem Tandem-Auflieger. Bist du verrückt? Okay. Ah, würde ich tatsächlich mal probieren wollen. Ich mach mal als Navi-Ziel einstellen und gucke mal dahin. Wobei, wir wollten erstmal Pause. Wollen wir erstmal Pause machen? Wie sieht's aus? Nee, Pause müssen wir. Warum bin ich nicht ausgeruht? Vor allem ist es mitten in der Nacht. Okay, ich mache erstmal Pause und gucken.
Und dann gucken wir mal nach der Pause, was wir denn noch für Aufträge im Angebot haben. Biege nach links ab. So, da vorne ist die Werkstatt, da können wir Pause machen. Immer geradeaus. Neue Route finden. So, dann können wir ja mal jetzt gucken, was wir jetzt noch für also ich speichere erstmal kurz. So. Können wir nochmal richtig speichern hier. Mal wieder, seit langer, langer Zeit. Obwohl, Schnellverschlag ist eigentlich voll aus. Auftragsangebot. Schnellaufträge. Nee, da. Frachtmarkt. Fracht von hier hätten wir die gleiche Scheiße, da hat sich nicht viel geändert. Und so die Aufträge hätten wir. Wow. Was? Ach so, da. Hä? Könnt ihr mal. Bitte. Ich bin verloren. Hä? Ah, so. Ah, geht doch. So, genau, hätten wir das. Ja, hätten wir immer noch das gleiche. Gut, dann wählen wir mal das aus. Als Navi-Ziel einstellen. Zeit zu gehen. Und dann fahren wir mal dahin. Oh, der LKW ist immer noch da. Scheiße. Wer macht schon hin? Hier, was denn los hier? Ey, Max-Fahrer hier. Du ja. So, da hinten ist der Hof, okay. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Boah, werde mal grün hier. Grün. Ey. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Das ist ein bisschen sehr eng. So. War jetzt ein bisschen sehr weit, aber egal. Besser zu weit als zu eng. So, was hatten wir? Wir hatten Aufträge. Auftrag annehmen. Okay. Ah! Da du mit deinem Auflieger hier bist, muss er zunächst in die Garage nach Basti gebracht werden. Ah. Bastia. Alabastia. Ey! Cool. Echt Ketchup. Willst du den Auflieger zurückschicken und diesen auf. Achso, das heißt, wir müssen den nicht selber zurückschicken, ne? Ja, aber dann können wir nie wieder mit dem Auflieger fahren, weil dann wäre der Auflieger ganz unten irgendwo, ne? Ganz weit im Süden. Das heißt, den wieder zu holen, geht das? Warte mal kurz. Ich guck mal ganz kurz hier bei dem. Was wir hier für Optionen bei dem Auflieger-Händler? Nein, nicht Händler. Manager, wo ist denn der Manager? Garage. Hä, wo ist denn der Auflieger-Manager? Hallo? Auflieger-Manager. Da. Goddammit. So. Da. Ja. Wir können verkaufen, anpassen, Privatstellen zurückschicken. Okay. Möchtest du den Auflieger in die Garage deiner Firmenzentrale überführen lassen? Wir sagen mal ja. So, jetzt sind wir ohne Auflieger unterwegs, richtig? Genau. Aus. So. Und jetzt, wenn ich jetzt den Auflieger wieder haben möchte,
Auf Liga Manager. Ah, okay. Willst du den ausgewählten Container wirklich benutzen? Er wird in der Garage und Basti auf dich warten. Okay, wow. Also abholen müssen wir ihn aber trotzdem selber. Ja, abholbereit. Kann ich den jetzt zu mir holen? Verkaufen, anpassen. Privatstelle, Konfiguration kopieren. Boah, dir was? Wähle einen Auflieger aus der Liste unten aus, um seine Vorschau an... Keine Option für... Ah, okay. Wenn ich noch weitere Auflieger hätte, könnte ich die Konfiguration zu dem überspielen oder so. Kostenlos? Das wäre geil. Naja, mal gucken. Noch haben wir keinen anderen. Gefahrenstrecke mit der... Nee, das heißt ja... Das heißt, wir müssten denn jetzt... Könnten wir denn nur noch... wir könnten denn nur noch... Was mache ich hier gerade? Wir könnten denn nur noch Aufträge die hier machen. Oder halt Schnellaufträge. Weil unser Hänger, der ist wie gesagt irgendwo ganz weit im Süden. Guck mal, hier Schnellreisen. Okay, wir könnten da auch... Ah. Okay, das heißt, wir... Okay, gut, dann machen wir jetzt wie folgt. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir machen erstmal hier oben in die Richtung die ganzen Aufträge mit externen Hängern, Aufliegern. Und wenn wir darauf keinen Bock haben, dann müssen wir aber nicht zurück von nach unten die Hänger holen, sondern können einfach eine Schnellreise machen. Das ist doch ein Wort. Das können wir doch machen. Gut, dann machen wir das jetzt. Aufträge. Achso, ich bin ja schon da. So, genau. Fracht. Nein, Aufträge. Wieso Fracht macht? Ich habe doch gar keinen Auflieger mehr. Was? Ich habe doch gar keinen Auflieger mehr. Wieso kann ich denn jetzt Frachtmarkt machen? Was? Verwende deinen eigenen Auflieger? Ich habe doch gar keinen. Ach doch, ich habe den ja noch benutzt. Ich habe ihn ja gesagt, jetzt nutzen. Der wartet ja in mich, in Bastia, wartet der. Das heißt, wir müssen den wieder... wo ist denn der? Da. Zurückschicken. Na gut, zurückschicken ist ein bisschen falsch. Der ist ja schon da. Genau, jetzt ist er unassigned, also frei. Und wenn ich jetzt... Genau, jetzt ist das Ding auch grau. Okay, gut, das war gerade dumm. So, und wir können jetzt den Auftrag machen. Für 36.000 pro Kilometer immerhin. Und hoffentlich auch ordentlich Experience. Kombi, dringende Lieferung. Okay. Let's go. Fertig zum Losfahren. Der Auffällige, der hier so rumsteht, der ist es. Das ist ja interessant. Oh, wieder aufsatteln hier, ne? Für Gelehrte. Ah. Ja. Fahrt vorsichtig. Bin ich gut oder was? So. Let's go. So, wir haben freie Fahrt. Biege nach rechts ab. Und einen schönen Kombi-Auflieger. Nice. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ich habe doch grün. Bleibe ich hier schon stehen, obwohl ich grün habe? Was tue ich denn da? Mann, Kamera und LKW gleichzeitig steuern ist ganz schön kompliziert. So. Die ganzen Bäume hier überall.
Was wollen die denn von mir? Dass er immer bei diesen Laternen so einknickt, ja? Ich fahr gar nicht zu schnell. Voila, Bibi. Links halten und dann links abbiegen. Was? Hier ist er nur nach rechts. Achso, da vorne. Biege nach links. Da ist ein Auto neben uns. Wo kommt dieses Auto her? Boah, Alter. Ne, ich fahr lieber so hier. Das ist ja Katastrophe hier. Habt ihr jetzt überhaupt grün gehabt? Ja, ne? Doch. Die anderen hier fahren ja auch. Und wenn die grün hatten, dann wir auch. So, jetzt können wir fahren. Let's go. So. Kann man doch schon gleich viel schöner den LKW sehen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Mann, habt ihr es gut, ihr müsst nur zugucken. Ich muss hier meinen LKW steuern, die Kamera steuern, die Geschwindigkeit steuern, was zum LKW steuern dazugehört. Also ich meine jetzt LKW lenken und Geschwindigkeit steuern. Ich muss so viel machen und ihr müsst gar nichts machen. Könnt ihr nicht mal für mich fahren und ich guck zu? Ah, wie war's mal damit? Remote Control. So, blinken tut er, sehr schön. Oh. Lässt du mich vorbei oder was? Hallo, fahr! Meine Fräse mit an Keso und an Schubis und allem, komm mal dran. Map, 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 hup, hup, hup. Ja, ich meine, mein Auflieger sah natürlich viel schöner aus. Aber wenigstens haben wir unseren LKW. Ah, oh, Alter, ich dachte schon. Oh, Alter. Die Ausfahrt rechts. Wenigstens, oh, wir müssen hier runter. Wenigstens haben wir unseren LKW behalten. Ich war viel zu schnell. Außerdem wollte ich eigentlich nach dem Annehmen des Auftrags die Aufnahme erstmal beenden. Jetzt machen wir hier schon wieder. Na gut. Ich warte mal bis zum nächsten eine Raststätte hier, da wo man tanken kann und so. Und da machen wir mal Aufnahmepause. Ich war immer noch viel zu schnell. Warum sagt mir das eigentlich keiner? So. 82, 81, perfekt. Boah, da unten ist aber eine große Raststätte. Was ist denn das da? Ach so, ist ein Hafen. Okay. Interessant. Ganz ein kleiner Hafen. Okay, okay. Interessant. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay. Hä? Biege nach rechts ab. Was ist denn das hier für ein Konstrukt? Ist das wieder so ein Ding wie letztes, wo ich mich gefragt habe, was das soll? Ja, die führen einfach parallel. Warum scheint da hinten die Sonne? Ach so, weil der Schatten nur so weit berechnet wird. Okay. 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 Bitte links halten. Ja. Hier führt die Straße jetzt wieder einfach zusammen. Was hat dieser Doppeltunnel jetzt gebracht? Außer genau gar nichts?
I don't get it. Ah, vielleicht wollten die keinen Tunnel bauen für 4 Spuren. Und verengt wollten die Autobahn scheinbar auch nicht. Wer weiß. Wobei, nee, vor dem Tunnel, da waren es doch nur 2 Spuren, oder? Egal. Egal, egal, egal. Nicht so viele Kopfzerbrechen. Sondern mal lieber eine Raststätte suchen. Sag mal. Wann kommt die nächste Raststätte? Ich raste ja gleich aus. Ich glaube, es gibt gar keine. Da hinten. Holy moly. Ja, okay. Nein, dann, ich will zurücksetzen. Kannst du bitte. Da, danke. Na gut. Zeit zu gehen. Dann fahren wir halt noch ein Stück. Geht die Folge zwar schon wieder eine Stunde, aber hey. Also sie geht jetzt schon eine Stunde. 56 Minuten immerhin. Weißt du was? Wir können mal ein bisschen Gas geben hier mit dem Auflieger. Mal ein bisschen hier, ne? Mit so einem LKW, mit so einem Auflieger rumzukurven, macht garantiert auch Spaß. Außer vielleicht, wir drängen Bus ab. Freie Bar mit Marzipan. Aha. 100 schaffen wir schon mal. Oh, da vorne ist schon wieder Umleitung. Ja, alles ist einfach nur Baustelle. Unfall. Ah, super, müssen wir schon wieder bremsen hier. Immer die gleiche Kacke hier. Ja, los, fahr nach rechts, dann halt nicht. Jetzt fährt er nach rechts, war klar. Oh. Alles im grünen Bereich. Na, 90 haben wir schon mal. Wir müssen hier geradeaus weiter, okay. Ah, 100. Nicey, dicey. Sehen. Na 20. Alter. Wow. Nicht so nah an der Leitplanke, mein Freund. Wow. Auch nicht so nah an der anderen Leitplanke. Alter, die Kamera macht mich verrückt. 130 haben wir jetzt schon. Und gleich ein Unfall. Oh, oh, ja gut, das war's mit dem Spaß. Also 130 haben wir schon mal erreicht. Das ist doch schon mal ganz angenehm. Oha. Da haben wir gerade angedockt. Das habe ich genau gesehen. Wir haben zum Glück keinen Schaden bekommen, aber wir haben angedockt. Boah, Alter, das ist ja mal eine große Brücke. Holy moly. Okay. Das ist ja doch schon designtechnisch echt nicht schlecht. Und wir können sogar unsere 80 km/h halten. Ich meine, gut, schwer ist die Fracht ja auch nicht. Die war ja nur groß, ne? Schwer war sie nicht. Ja, genau. Hier. 8 Tonnen grad mal. Achso, hier ist ja schon die Ausfahrt, wo wir stehen bleiben wollten. Ah, okay. Route neu berechnen. Die Frage ist, wo bleiben wir stehen? Oh, ich fahre jetzt hier einfach auf. Hier ist was für Tank-LKWs, aber hey. So, können die LKWs noch locker an uns vorbeifahren? Ja, locker.
Das knallt und rumst ja ganz schön hier. Oh, weil ich da rechts über den Bordstein fahre. Ja, gut. Oh, da sollten die LKWs hier ordentlich mal vorbeikommen. Was mache ich hier eigentlich gerade? Kann mir das mal jemand erklären? Feiern wir jetzt hier. Aus Ende, Fito. So. 1 Stunde und 1 Minute. Holy moly. Wieder hart über Länge. Na gut, was willst du machen? Ups. Nee, das war falsch. Kannst du bitte. Warum bist du eigentlich da? Da machen wir so. So. Und dann. Dafür, genau. Hätten wir das auch. Und dann. Ja. Bis zur nächsten Folge.